Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic, dem kostenlosen Online-MMORPG. Ja, ist eine Weile her, seit die letzte Folge gekommen ist, aber ja, das lag an technischen Problemen. Ich hatte das auch mal in einem oder anderen Kommentar geschrieben. Ja, aber jetzt sind wir wieder da und wir haben hier oben wieder die zwei Quests. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, also den Charakter nicht mehr. Zum einen Pilger, sprich mit Bashen, tut mir leid, Weisheit der Ältesten, sprich mit Meister Vettle. Ich würde sagen, wir sprechen erst einmal mit Meister Vettle. Und wenn ich das hier richtig sehe, müssen wir dann hier einmal hoch. Zick, zack, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie das hier funktioniert. Also wo die ganzen Sachen waren und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen jetzt zu einem Ausbilder. Meister Vettle ist, meine ich, ein Ausbilder. Ich finde das lustig. Also ich spiele auch noch, muss ich ja dazu sagen, was hier, ich würde es mal hier. Anderen Charakteren eben noch. Ja, es war ein Ausbilder. Offline, beziehungsweise ja schon online, aber eben ohne das aufzunehmen. Und wir haben 231 Erfahrungspunkte bekommen, dafür, dass wir jemand anderes weiter nach Erleuchtung zu streben. Wunderbar. Ja, und dann haben wir auch nur noch eine Quest hier. Wenn wir nochmal in unser Questregister gucken, ob hier irgendwelche. Nö, das ist tatsächlich die einzige. Ja, wie gesagt, ich spiele halt auch noch, das müssen wir eigentlich vielleicht überlegen. Ja. Wie gesagt, das ist nicht der einzige Charakter, mit dem ich so spiele, aber es ist eine Zeit her, dass ich diesen Charakter eben gespielt habe, seit der letzten Folge eben nicht mehr. Und deswegen muss ich mich erstmal so ein bisschen zurecht. So. Jetzt aber auch genug gequatscht. Und hier ruckelt es jetzt ein bisschen, aber das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss gucken. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aufnehme. Müssen wir mal gucken. Und wir haben hier gerade schon gesehen, hier einen Jedi-Ritter mit einem Astromektoriden. Ich kenne die Story vom Sith, Jedi-Botschafter nicht, aber ich kenne die Story vom Jedi-Ritter. Und ich kann sagen, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann auch so einen Druiden zur Seite gestellt, wieso spreche ich jetzt Taxi vorgesehen. Irgendwann auch so einen Gleiter erhalten, Ruine erhalten werden. Mein Gott, was ist denn heute los? Du Versprecher. Dann müssen wir hier also auf der Karte zu. Wahrscheinlich kann das hier nicht lesen, weil ich die Grafikeinstellungen standardgemäß etwas niedriger habe. Weil ich zugeben muss, dass der PC, den ich hier habe, also das Laptop, nicht der leistungsstärkste ist. Deswegen sind die Grafikeinstellungen bei mir etwas niedriger. Ach, naja, hier haben wir das Dorf Kalikori. Alles klar. Und da müssen wir jetzt hin. Und da haben wir auch einen Gleiter, den wir da noch freischalten können. Kennen wir ja alles. Und ja. Dann gehen wir mal weiter, ne? Ja. Ich überlege gerade, was ich noch so ein bisschen erzählen kann. Also wir sind ja jetzt Level 3. Und ich hatte das auch schon mal in den vorherigen Videos gesagt. Es kommt ganz drauf an, ob ihr das eben noch weitersehen wollt. Das Zeug hier. Ein Minecraft-Video habe ich die letzten Tage auch gedreht. Da muss nur noch Musik drunter gelegt werden. So das Friedliche. Muss nur noch Musik drunter gelegt werden. Und das sollte entweder, sollte eigentlich noch vor diesem Video erscheinen. Let's Show Minecraft, erste Folge. Und ja, ich würde sagen, wir schalten jetzt erstmal das Taxi da vorne frei, damit wir, wenn wir, sollten wir nochmal zurück zum Jedi-Tempel oder irgendwo anders hin wollen, damit wir auch von hier halt eben dahin kommen können, ohne weitere Probleme. Und da ja, vorne, nee, warte mal, wir holen uns erstmal, sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten da noch Quests ab. Sprechen wir hier noch ein paar Leute an und gucken, was die uns so zu erzählen haben. Ich habe völlig vergessen, wie ein paar Mal. Ihr kommt zu spät, Jedi. Wie immer. Die Fleischräuber waren schon da. Sie haben ihre Opfer bereits gefordert. Mein Vater kannte diese Berge.
Er half, die Patrouillen zu führen, so gut er konnte. Aber als die Fleischräuber aufkreuzten, schaffte er es nicht nach Hause. Er war nicht mehr jung, aber er verdient etwas Besseres, als zerfleischt zu werden. Habt Mitleid, Jedi. Findet ihn und tötet die Räuber, die sich euch in den Weg stellen. Zu töten ist nun der letzte Ausweg. Ist das eine Jedi-Angelegenheit? Das ist euer Kampf, nicht meiner. Ich ziehe es vor, zu verhandeln. Aber ich werde euren Vater finden. Mit Fleischräubern kann man nicht reden, Jedi. Sie denken nicht wie wir. Sie interessieren sich nur für Blut. Falls ihr ihn findet, wenn er verletzt oder verwirrt sein sollte, erkennt ihr ihn an seinem goldenen Familienring. Von dem würde er sich nie trennen, solange er lebt. Alles klar, also haben wir hier eine neue Quest. Finde wen auch immers Vater. Und da haben wir dann unsere Quest, die wir abgeben müssen, sprich mit Bashen. Auf geht's. Ich finde, diese Ladezeiten sind immer sehr schwer zu überbrücken. Aber wir warten jetzt einfach darauf. Macht noch ein Fass auf. Oder drei. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Und unser Lager kann es verkraften. Ist auch gut so. Wir haben einen ungebetenen Gast. Danke. Ich sehe schon. Fest des Erwachens, Jedi. Ihr seid hier nicht willkommen. Meine Meisterin hat mich geschickt. Ihr feiert ein Fest. Ich kann gehen, wo ich nicht will. Meine Meisterin hat mich geschickt. Entschuldigt die Unterbrechung. Meisterin Yuan Par lässt fragen, ob ihr einen Jedi-Holo-Projektor gesehen habt. Ach, wenn Yuan Par fragt, sollten wir wohl versuchen, uns zu erinnern. Ein Holo-Projektor? Ja, ich weiß, was ihr meint. Nalen hat einen gefunden. Nalen Raloch. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Tut mir leid, ich bin eben erst auf diesen Planeten angekommen. Nalen Raloch. 9 Jahre in Folge Champion bei den Duellen. Er hat mal einen ganzen Spähtrupp ganz alleine vor den Fleischräubern gerettet. Er hat unsere Verteidigung geplant. Schützt uns, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Ohne ihn gäbe es nicht einmal das Fest. Und nein, ich werde euch nicht sagen, wo er ist. Nalen verdient Ruhe und Frieden. Die Daten des Hologramms sind nicht sicher. Nalen muss gewarnt werden. Oder wollt ihr riskieren, dass ihm etwas zustößt? Nalen kann auf sich selbst aufpassen. Gegen Fleischräuber sicher. Aber diese Jedi-Technik ist manchmal seltsam. Nun gut. Nalen ist in das Gebiet der Fleischräuber gegangen. Vermutlich ist er noch dort. Er ist schon eine Weile fort. Dann sollte ich nach ihm suchen. Genießt euer Fest. Ich glaube, Nalen hat dort draußen ein Lager. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, er soll zum Festschmaus kommen. Was sind das mal für Hintergrundgeräusche hier? Mein Gott. Und was sind das für viele Quests hier? Aber wir nehmen die natürlich schön alle brav mit. Venderiat Aion. Alles klar. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten. Mein Name ist Vedariat Aion. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Was ist überhaupt mit denen? Was sind diese Fleischräuber eigentlich? Wo kommen sie her? Das weiß niemand so genau. Sie waren schon hier, als die Pilger nach Tython kamen. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Wie konnten die Fleischräuber so etwas nur erlernen? Ich habe keine Ahnung. Derartige Bosheit ist für uns unverständlich. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen.
Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Ich tue es. Ich sorge dafür, dass es geschieht. Ich danke euch dafür. Udumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. So, gut. Damit haben wir also unsere Aufgabe. Und, machen uns direkt mal auf den Weg. Da vorne haben wir noch eine Quest, die wir annehmen können. Glaube ich zumindest. Ja, haben wir. Und, ja. Ding, 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 ding. Da vorne steht sie. Der gute Natobot steht auch schon da. Yulef Farm. Auf geht's in das Gespräch. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Yulef Farn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Zeremonie? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Erzählt mir mehr. Wer ist Kolovish? Worum geht es in dieser Zeremonie? Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin, jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Okay, dann haben wir jetzt hier die Karte. Und dann würde ich sagen, machen wir das direkt mal, weil das ist hier gerade auf dem Weg. Und dann machen wir das direkt mal. Und davon ist auch schon das erste Signalfeuer. Das wir jetzt abzünden. Wow. Gut, dass wir Jedi sind. Mit dieser Gegenwehr wäre niemand anders zu einem nicht gekommen. Ja, dann haben wir hier oben 4 Quests. Verlorener Pilger, da sollen wir eben den Vater von dem Typen finden. Vater 1000 Schritte, das ist, denke ich mal, ja, das ist das mit dem Signalfeuer anzünden. Die Stärke der Fleischräuber. Das ist das, wo wir mit dem einen Typen sprechen sollen, hier, Odomis Meer. Dann, und dann noch eben die Pilger, finde Nalen Ralochs Lager. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nalen Raloch uns nicht freundlich gesonnen sein wird. Auf epische Weise entzünden wir das Feuer. Und weiter geht's. Macht Tapferkeit. Meditation. Okay, echt viel Action hier. Na okay, das liegt, denke ich mal, daran, dass vor uns hier einer durchgerusht ist und alles platt gemacht hat, was jetzt eigentlich uns entgegentreten sollte. Aber, ach, da vorne, da haben wir denjenigen, der uns hier die ganzen Weg, ganzen Gegner wegsnackt. Nein, tu's nicht. Ich möchte auch Gegner. Dann eben nicht. Aber dafür stecken wir uns das. So, vielen Dank für die Blumen.
Alles klar, das waren schon alle Signalfeuer. Okay. Von mir aus. Ja, sehr spannend gerade. Ja, und wir rennen hier einfach das Haus ein, egal. Und hier müssen wir jetzt die Treppe hoch. Ja. Tut mir echt leid, ne? Dass hier jetzt so unspannend ist, aber ja, kann ich jetzt auch nichts führen. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolovish, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Tython gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Tython können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Die Verantwortung der Jedi gilt allen Völkern, nicht nur den Pilgern. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns diese Welt teilen können. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Kann ich irgendwie helfen? Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Ja. Yeah. Alles klar. Und wir haben jetzt hier Handschuhe des Jedi-Anwärters. Cool. Und die sind auf jeden Fall besser als unsere. Und wir haben Stufe 4 erreicht. Cool. Jetzt müssen wir erstmal ins Inventar gucken. Rüsten wir die direkt mal aus und schmeißen die republikanischen, die Handschuhe der republikanischen Pilotenausrüstung erstmal weg. Die waren sowieso scheiße. Und haben dazu beschissen ausgesehen. Jetzt müssten wir auf einer vernünftigen Höhe sein. Jo. Dann glaube ich direkt runterspringen können, aber. Haben wir jetzt hier vielleicht immer noch kein Gegner. Normalerweise bin ich nicht so der auf Biegen und Brechen irgendwie nach Gegnern sucht, um alles abzuschlachten. Aber so ein paar Gegner werden vielleicht mal ganz abwechselnd. Ein Gegner da oben. Unglaublich. Warte. Ach du Scheiße, mit so einer Gegenwehr, da war, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir den da noch irgendwie umgeschnitzt haben. Die haben uns schon ordentlich was abgezogen, so. Immerhin, ne? Aber ich finde auch mit Gegner schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Thank you.
Da haben wir aus Versehen unten was aus unserer Schnellzugriffleiste rausgezogen. Und weiter geht's. Ein wenig. Ta-ta-ta-ta-ta. Cool, eine Vorratskiste. Ach, Sicherheitsdrucks. Sicherheitsdrucks finde ich am Anfang mal cool, weil man da nämlich immer gute Dinge bekommt. Die oft besser sind als die eigenen. Und wir haben ein weiteres Teil der Pilotenausrüstung. Geworden sind ein weiteres Teil losgeworden. So, Rumpsteel mache ich diesen Angriff, finde ich irgendwie gut. Ich weiß nicht, was das war doch mal etwas fordernd, oder? Gut. Dum, 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 dum. Alles klar. Weiter geht's. Die Karawane zieht weiter. Ziehen wir durch die Wildnis. Besonders spannend ist es nicht, aber das ist eben die Nebenwirkung von langen Wegen. Bei Missionen, den müssen wir jetzt nicht mehr ansprechen, das ist gut. Alles klar, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da drüben, alles klar. Ich glaube, da vorne, das haben wir, ja genau, Dorfkategorie unentdeckt, das entdecken wir mal. So, und dann gehen wir hier zu unserem Freund Odumis Meer. Oder Odumis Meer. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedaria schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedaria sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Wieso? Was wird damit geschehen? Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Ihr entscheidet für uns für die gute Seite. Das Elixier muss vernichtet werden. Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ist mega. Ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Tja, da hast du uns sehr wahrscheinlich unterschätzt. Ja, und dann würde ich sagen, war's das auch schon
für diese Folge. Wir haben in dieser Folge wieder ultra viel geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gehen, aber ich denke, ich habe ungefähr richtig geschätzt. Wir haben wieder ultra viel geschafft, heißt ungefähr anderthalb Mission. Unglaublich. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit ihr verlorener Pilger, die Stärke der Fleischräuber und Pilger. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch besser machen kann. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.